So, herzlich willkommen zurück zu FDB Infinity, Folge Nummer 45. Wir waren stehen geblieben bei diesem etwas, das jetzt gleich fertig sein sollte. Dann die Query läuft, das Ding hier werden wir noch bauen müssen, dafür brauchen wir aber eine Menge Kupfer. Und die Menge Kupfer werden wir eventuell, oh, da ist er, ein Goldchip, hey, wuhu. Ja, was ich jetzt mit dem Goldchip mache, ist sehr, sehr kompliziert. Diamantchip, Entschuldigung. Und zwar diese Pipe da, die Provider Pipe. Die müsste ich upgraden. Aus dem einfachen Grund, weil die hier zu langsam ist. Punkt, das ist der einzige Grund. Was ich jetzt aber mal gucken muss, ist, das da ist mit Energie versorgt, das hier ebenfalls. Abmarsch. So. Pipe plus Chipset ergibt Provider Pipe in etwas größerem Ausmaß. Schon viel besser. Ja, passt. Die Provider Pipe, die Diamant Provider Pipe, ist wesentlich schneller als die Standard Provider Pipe. Was natürlich einem sehr zugute kommt. So, wo sind wir hier? Das geht noch alles. Wie viel haben wir momentan? 600 Saplings, 2000 Kobbel. 2000, Alter, das ist viel. Aber gut. Weil Kobbel kann ich mal hier durchjagen. Das wäre nicht falsch, wenn ich das machen würde. Dann haben wir noch die ganzen Erze. Die Ores. Oh Mann, das ist so wenig. Naja, egal. Also. Bronze mache ich wie genau? Thermal Foundation. Ich will wissen, wie ich die Bronze gemacht bekomme. Tin und Copper, okay. Ja, gut. Tin, Copper und dann kriege ich da gut fürs Zeug raus. Was sagt denn überhaupt mein Copper? Das war das Falsche. Ah, so. C. 35. Ja, das ist nicht so viel, wie ich gehofft habe. Ich kann Kohle machen. Woo. Das bringt's nicht so wirklich. Das meinte ich nicht. Sondern hier will ich... Was kann ich aus denen machen? Keine Ahnung, gar nichts. Das ist mir unbekannt, was ich daraus machen kann. Wieso? Aha, wollte schon sagen. Dann die Kohle. Wie mache ich die nochmal? So? Ja, so. Boah, das ergibt viel. Also, da gibt es wirklich viel. Cool. Also, Kohle kann ich damit auch schon schön machen. Essenz Nummer 32 und 6x Weak. Dann brauche ich den Stone. Den Weak erstmal. Zwei, drei, vier. So, zack. Dann tauschen wir aus. Den Weak gegen den Regular. Hier, so. Dann dürfen wir noch ein paar haben. Nur drei. Leck mich die Bretter. Okay, aber egal. Noch vier brauchen wir. Das heißt, ich nehme jetzt meine Watering Can. Und push die ganzen Dinger mal ein bisschen. Kann ja wohl nicht angehen, dass er so lange braucht und so langsam ist. So, zack, der ist ausgewachsen. Nehmen wir noch den anderen. Komm, wachse. Wachse weiter. Es ist schade, dass es hier keine Lily Pad of Fertility gibt. Weil die Seeds, also die Essence Seeds, kann man nur pushen, indem man etwas benutzt, was den Tick erhöht, also die Tickanzahl. Da kann man sich sowas mit einer Timelapse etwa vorstellen. Und naja, sowas funktioniert eben nur mit der Gießkanne und dem Lily Pad of Fertility. Das funktioniert alles nicht mit Bone Meal, was relativ schade ist. Aber naja, ändern kann ich es nicht. Ich frage mich sogar, ob das in den 3x3 Radius macht oder ob das wirklich nur den einen, das eine macht, was ich so habe. Aber anscheinend macht das wirklich 3x3.
was Schönes. So wächst hier zumindest mal was. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bevor der mal alles gepflanzt hat. Also, nicht alles in dem Sinne gepflanzt, sondern bis der mal alles irgendwie, ja, mal hier so zu Ackerfeld gemacht hat. Irgendwo wäre... Ah, hier ist wieder einer. Siehst du? Ich finde es schön, dass das wenigstens funktioniert. Funktioniert mit den Dingen per Wollfäden da. Wie heißen die? Mit den Kotten. Auf jeden Fall noch ein Stück besser als mit den Essence Seeds. Aber es ist schön, dass das überhaupt funktioniert. Also. Und ich finde es cool, dass sie leuchten. Das haben sie vorher nicht getan. Aber ich glaube, das hatte ich schon erwähnt, ne? Egal, ist trotzdem cool. Das Ding da, also den Sprinkler, habe ich eigentlich nur momentan im Einsatz wegen dem Gras, weil das sozusagen Bone Meal ist und dadurch auf normalen Flächen eben Gras erzeugt. Das Gras kann ich dann abernten lassen und dadurch eben noch ein paar Essence Seeds kriegen. Was ich natürlich auch mehr oder weniger brauche. Mann, ich wünschte, ich hätte die Bedrock-Picke, aber die Bedrock-Picke ist leider, ich sag mal, nicht so ganz in Gebrauch. Weil, ach, die Bedrock, habe ich Picke gesagt? Ich meinte die Bedrock-Kanne, Watering Can, die macht alles in einem, oh, was ist das? 8x8 Radius oder so, auf jeden Fall gigantisch viel. Und dann natürlich auch noch wesentlich schneller, als die das hier macht. Ah, das ist schon cool. Egal, ich muss hier irgendwie noch ein Loch schaffen. Das Blöde ist, ich weiß nicht wie. Ich brauche einen Eimer. Und währenddessen kann ich mal gucken, wie weit steht's. Naja, annehmbar. Hier ist nichts drin, hier auch nicht. Das heißt, was habe ich eigentlich? Habe ich jetzt wieder Kopper? Nö. Die Erze sind sehr, sehr spärlich gesät. Ein Kopper, Alter. Query, du bist zu langsam. Aber okay. Ich habe ja jetzt einen, Dingens, Bummens, Sarat, hier, Energetic Infuser. Damit könnte ich jetzt theoretisch meinen Hammer aufwerten. Tuberous Jetpack. Das ist eine Kartoffel-Jetpack, oder? Das ist ein Kartoffel-Jetpack. Cool. Clever, but not survivable. Ja, genau, das ist es. Geil, Kartoffel-Jetpack. Ich denke mir, wozu sind die? Ah, ne, die sind ja mit Armor, stimmt ja. Stimmt. Egal, wie gesagt, das zweite ist jetzt erstmal das harte Jetpack dran. Das wird ja wahrscheinlich noch ein Stück besser funktionieren. Die Dinger habe ich im... Oh. Oh. Huh. Das ist nicht schön. Und zwar deswegen... Boah, nee, da lasse ich die Finger von. Ich meine, das habe ich zwar auch im Stream gesehen, aber ich wusste nicht, dass das so teuer ist. Nee, da bleibe ich lieber bei den Simple Jetpacks. Also, was brauche ich nochmal? Mehr Kopper. Kopper brauche ich einen Hammer für. Den Hammer mache ich mit einer Leanstone, mit einer Energy Cell. Mit einer Energy Cell. So, davon brauche ich nämlich jetzt mal eine. Kann ich eine bauen? Nö. Okay, dann die Einzelteile. Gut, dass ich Glas gemacht habe. So eine. Und Abmarsch. Zack. So, dann mache ich das mit Hammer. Aber ich brauche am besten noch ein bisschen Eisen. Weil ich muss den Hammer reparieren. Moment mal. Wie mache ich eigentlich Alumid? So, da haben wir es. Alumid. Alumid ist ein schöner Stoff. Also ein wirklich schöner Stoff. Aber ich will jetzt wissen, wie ich Alumid mache. Nein. Okay, hier haben wir es.
Oh, Obsidian, Iron und Aluminium. Das haut rein. Ah, das haut wirklich rein. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei meinem Eisenhammer. Ich meine, das Blöde am Eisenhammer ist natürlich, der ist nicht so unbedingt schnell. Aber der hat Lock drauf und sogar zwei, Alter. Oh. Mining Level Redstone. Damit kann ich bis zu Diamanten abbauen. Aber kein Obsidian. Ach, weißt du, was ich brauche? Ich brauche den einfach fertig. Das wird schon schief gehen. So, was ich brauchte, war das und das. So. Erstmal schön reparieren. Der war doch nicht weg am Gehen, oder? Ja. Hatte ich da nicht Redstone drauf? Ne, hatte ich nicht. So, jetzt noch ganz machen. Super. Das weg und das drauf. Hoch. Das ist neu. Das haben sie geupdatet. Cool. Und jetzt brauche ich noch. Was brauche ich jetzt eigentlich? Auf jeden Fall ist der Hammer leer. Nee, was ich jetzt noch brauche. Braucht Tee. Oh Gott, der lädt immer noch nur mit 80. Na, das wird eine Stunde dauern. Nee, was ich jetzt brauchte, war Redstone, genau. Redstone muss ich da noch drauf schmeißen. Wie viel Redstone? Oh, nicht viel. Okay, damit ist der Redstone-Traum auch gestorben. Lapis habe ich auch keins mehr. Okay, 10 Redstone-Blöcke, aber das ist nicht viel. Diamanten habe ich so gut wie keine mehr. Ja, gerade ist es ein bisschen im Baum runtergehen. Oh, warte, wir haben 8 davon. Halleluja. So, jetzt der Stein, Stone. Regular. Jetzt machen wir den Strong. Halleluja, wir haben ihn. Das ist schön zu sehen. Jetzt Essenzen. Ich hatte doch die Strichessenz, oder? Habe ich die verbraucht? Nein, die habe ich nicht verbraucht. Oh, ich habe sie noch im Inventar. Essenzen. Ich habe noch 4 Heffern und 12 Heffern. Aber der Stone. Nein. Stone. So, danke. Den Weak. Den tue ich mal nach hier. Regular nach hier. So, dat, dat. 2, 3, 4. So, so. Gut, damit hätte ich 7. Die 7 kann ich dann so machen und den Regular da rein. Da kriege ich dann. Ah, da fehlt mir wieder einer. Essenzen. Ne, keine mehr. Okay, das ist auch weg. So, mit dem Strong kann ich jetzt tatsächlich eine Strong Essence machen. Wow, eine Strong Essence. Ich weiß, klingt nicht noch viel. Glaub mal, ist es auch nicht. Aber als nächstes kommt dann der Extreme Stein. Und für den Extreme brauche ich Eisen oder Gold, Ender, Blaze. Das brauchen wir. Die brauchen wir. Wie mache ich die eigentlich? Ja, genau. Okay, gucken wir mal hier mit. Das wollte ich eigentlich nicht wissen. Oh Gott, wie mache ich die Blaze Essenzen? Blaze. Seeds, da haben wir sie. Okay, die brauchen mit Strong Essence, aber Blaze Rods. Blaze Rods kann ich zwar auch machen, aber ich kann exakt 4 machen. Ja, das ist mir schon klar, das tut ganz schön weh. Ja, ich kriege einen 3 raus. Also müsste ich mir einen Kompressor bauen, zusammen mit einem Recycler. Mann, ich habe noch viel vor. Aber jetzt gehe ich erst gleich mal in die Quarry gucken, mit Hammer. Was man da dann noch so klauen kann. Weil ich war ja noch nicht in dem tiefen Loch. Doch, war ich schon, aber ich konnte nichts abbauen. Wie weit ist er? Bei 314.000 immerhin. Jetpack.
So, wir hatten ja noch das hier. Das hier sind so tragbare Dinger. Die finde ich ziemlich cool. Aber ich brauche dafür Leder. Und für Leder brauche ich wieder Kühe. Und ich muss mal gucken, dass ich irgendwie eine Lederfarm mache. Ja, wo haben wir sie denn jetzt? Doch, hier unten. Ich bin doch blöd. Warte mal, gibt es die Leadstone nicht als Dingens? Nee, tatsächlich nicht. Ist ja doof. Huch, warte mal. Das sind doch die Capacitor. Interessant. Aber ich glaube nicht, dass die billiger sind. Nicht direkt. Armored? No. Schade. Naja, also mit den Packs sind zwar schön, aber die lasse ich erst einmal. Was ich hingegen brauche, ist das hier. Hallo Hammer, schön dich kennenzulernen. Warte mal, ich habe doch jetzt eigentlich noch. Ja, ein Modifier habe ich noch remaining. Es ist sehr merkwürdig, dass der, Sarat hier, neue Textur hat. Normalerweise war der bloß am Griff dann modifiziert, wenn ich das Flux draufgepackt habe. Oh, Query, du hast also tatsächlich etwas Kupfer gefunden. Halleluja. Wieso mache ich das? Nee, muss ich doch gar nicht wegmachen. Das wird ja weggemacht. Wo ich jetzt aber mal gucken kann, ist das hier. Dazu mache ich den Hover-Mode an. Und zwar hier. Wo haben wir denn ansatzweise? Was ist das hier? Achso, Zerdoskürze, stimmt. Haben wir hier nicht noch irgendwo Kupfer im Loch? Nee, oder? Das ist ja nicht so toll. Boah, das ist schwer. Nee, das schaffst du nicht. Das schaffe ich nicht. Aber ich könnte eh mal bis nach da unten gucken. Oh, warte mal. Jetzt muss ich mal versuchen. Oh, das ist cool. Sehr, sehr cool. Okay. Fangen wir eben hier unten an. Ja, das wollte ich nicht. Machen wir das so. So. Ja, Hover kann ich jetzt ausmachen. Oh, 64%. Ich muss aufpassen, was ich mache. Naja, eigentlich muss ich nicht wirklich aufpassen, was ich mache. Aber man weiß, was ich meine. Vor allem, ich merke gerade erst, dass es vollkommen schwachsinnig ist, jetzt noch irgendwie eine Treppe in den Berg zu schlagen. Ich habe doch jetzt ein Jetpack, verdammt. Naja, egal. Ja, Essenzen sind jetzt auch okay. Die können wir mal mitnehmen. War hier nicht irgendwo Gold? Ah, da ist es. Dann werde ich jetzt mal hier irgendwie ein Loch reinmachen. Zweimal Dance. Oh, so nah aneinander? Interessant. Okay, 59. Jetzt müsste ich mal langsam gucken, dass ich wieder nach oben komme. Also, das ist wirklich wenig, was das Jetpack drin hat. Da muss ich wirklich mehr haben. Wie viel waren das hier? 400.000 waren hier drin. Nicht allzu viel. Naja. Die Query läuft auf jeden Fall. Und, das ist mir alles zu langsam. Aber ich kriege Gravel. Gravel ist toll. Gravel ist gut. Habe ich das verpasst? Hä? Was macht die? Ist die hängen geblieben? Nee, oder? Komm. Die baut es ab, aber geht nicht tiefer. Das muss ich jetzt gerade nicht verstehen, oder? Ja, die ist hängen geblieben. Eiskalt. Ja, das ist jetzt scheiße. Wieso ist denn die hängen geblieben? Hat die hier irgendwie einen Chunkfehler?
Naja, okay. Machen wir mal einfach. Helfen wir der Query doch mal ein Stückchen. Und bauen einfach sämtliche Blöcke, die hier in der Umgebung sind, weg. Weil irgendwas mag die Query nicht. Ich weiß nur nicht, was es ist. Geh mal weg. So, Query. Nur noch ein paar Blöcke. Ich hoffe, du machst dann weiter. Oh, Halleluja. Na, Gott sei Dank. Also, was das gerade war, das ist keine Ahnung. Da ist mir auch noch nicht untergekommen, dass eine Query mal anfängt zu hängen. Na, prima. Muss ich im Nächsten noch gucken, dass die Query nicht hängen bleibt. Ah, das freut einen wirklich. Naja. Das weckt gerade leichte Aggressionen. Naja, vielleicht update ich dich einfach mal demnächst auf die nächste Version. Ist zwar keine Stable, aber scheiß drauf. Beta soll auch gehen. Beta than ever, ne? Das ist das Sprichwort. Was hier? War ich das? War ich das? Scheint so. Aber wieso war ich hier? Oh, das ist das Loch mit dem Skystone. Oh, okay. Na, das macht Sinn, aber das ist jetzt nicht mehr im Dingens, oder? Nee. Nee, der Skystone ist nicht drin. Aber interessant zu sehen. Okay, die Query läuft wieder. A little bit Copper habe ich auch. Na, ein little bit im wahrsten Sinne des Wortes. 6, wow. Just awesome. Egal, bisschen Gold. Die ganzen Essenz. Ja, komm, tue ich alles mal weg. Ist schön zu sehen, dass das überhaupt funktioniert. So, das Sulfur kann auch weg. Ach so, das ist gar nicht mehr da. Ich wollte gerade sagen, wie ist das Kopper noch drin? Aber okay, das ist nicht mehr drin gewesen. Ich brauche das neue Jackpack unbedingt. Ich brauche mehr Kopper. Mehr, 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 mehr. Obwohl, ich müsste mal ausrechnen, wie viel Bronze ich überhaupt brauche. Okay, das war nur ein Gespenst, was ich gesehen habe. Zack. Finde ich ja so cool, dass das Ding einfach so schnell lädt. Na, die Energy Cell, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Die sollte ich eventuell auch mal updaten. Also zu einer Redstone-Zelle, weil das wird auch ein bisschen klein. Energie, so. Die Frage ist, wie mache ich die Dinger nochmal? So, also. Dafür brauche ich ein Energy Cell Frame. Dafür brauche ich einen Fluid Transposer, den muss ich mir noch bauen. Aber den Frame an sich. Fused Quarz und Elektron, das ist nicht so das Problem. Der Fused Quarz, den kriege ich. What? Also, der war mal einfacher zu machen. Dass der jetzt so viel Netherquarz braucht, das hätte ich nicht erwartet. Ja, das ist jetzt prima. Was? Achso, Quarz, der ist. Hä? 67,7 Stone Stairs. Das ist 67,7. Was ist 67? Aber das ist. Hä? Das versuche ich jetzt. Also 67,7. Doppelpunkt. Geht das? 7? Nö, anscheinend nicht. Wir haben 107. Ne, das ist. 67,7 gibt es nicht als Dingen. Gib mir mal Kobbel. Sagt, dass das nicht funktioniert. Es funktioniert auch nicht. Schade werden. Wäre schön gewesen. Aber es sollte ja nicht sein. Okay, ich brauche Quarz. Jetzt ist natürlich die große Sache.
Ich habe keinen Bock jetzt direkt wieder zu warten auf Seeds und alles drum und dran, deswegen werde ich denke mal das so machen. Jetpack mitgenommen. Die Gießkanne ja nicht unbedingt. Den Schraubenschlüssel nicht, das nicht, das nicht. Was ich aber auf jeden Fall bräuchte, wäre ein Stück Brot. Okay, ich habe ja ein bisschen was an dem Zeug. Und dann haben wir noch irgendwo Weed. Danke sehr. Aber was ich jetzt machen kann, ist mal Barley und die Seeds anpflanzen lassen. Dann habe ich zumindest noch etwas. Wie soll ich sagen? Rückhalt, was zu essen angeht. Ja, Pflanster. Wo auch immer. Finde ich gut. Nur die Frage ist wieder, wo pflanzt ihr die jetzt an? Hoch? Hab ich gerade. Ach so, das ist die Fackel. Du solltest die auch anpflanzen, du Maschinchen. Ah, jetzt. Wo? Ah, hier. Hier ist er. Wusch, eins nach dem anderen. Ja, okay. Übrigens, an denen dürfte eigentlich sogar Knochenmehl funktionieren, an Barley und Wheat. Also, theoretisch. Praktisch bin ich mir da nicht so ganz sicher. Ja, ich habe jetzt alles vollstehen, ne? Ja, cool. Da kann das ja wieder raus. Das sollte jetzt erstmal genügen an Zeug, was ich so habe. So, dann auf into the Nether. Hallo. Aua. Das ist ein Fallen Knight. Na, prima. Ich habe Pfeile überall. Aua. Fallen Knight, ein Zombie mit einem Bogen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich erstens nicht abstürze und zweitens möglichst nicht das Bienennest erwische. Okay. Ganz einfache Sache. Nein, raus hier. Eventuell eins auf Minus schalten und Abmarsch. Hier ist was Sulfur. Wiederum Dense Nether Quartz. Lucht genommen. So. Nether Quartz, 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 Quartz. Ja, noch mehr Quartz. Ich habe gerade schon gedacht, die ist jetzt zu Ende. Naja, ich glaube, der Netherquarz explodiert nicht. Aber das ist nur eine Vermutung. Oh, warte, ich habe doch jetzt. Oh, geil. Stimmt ja, ich habe ja Looting drauf. Oh Gott, ist das geil. Jetzt mache ich aber erstmal ein Sicherheit-Ding. Niemals quer nach unten buddeln. Noch mehr Netherquarz. Noch mehr Nether. Oh, ich habe gerade eine Ader gefunden. Geil. Dass ich so schnell so viel sammeln würde, hätte ich jetzt nicht erwartet. Tja. Unerwartet. Oder unverhofft kommt oft. Geil. Das Sprichwort passt. Oh, warte, das fällt. The floor is lava. Und da sollte man nicht drauf treten. Ich habe noch in der Decke ein bisschen was und Zeug. Aber man sollte sich jetzt nicht hier die ganze Zeit an der Decke einhalten. Das ist ungut im Normalfall. Da kommt noch eins nach oben und dann eins zur Seite. So, perfekt. Weil jetzt kann ich den Quarz hier abbauen. Und das ist ja auch nicht allzu wenig. Hoffe ich zumindest mal. Ja, okay, da gehe ich nicht runter. Aber hier gehe ich runter. So. Wie viel habe ich? Fast zwei Stacks, ey. Ich habe doch noch gar nicht viel gemacht. Ich habe mir das Portal nicht markiert. Oh, scheiße.
Da muss ich hin. Ich muss mir unbedingt das Portal. Ja, genau das. Ich muss mir unbedingt das Portal markieren. Auf welcher Höhe bin ich hier? 53. 53. 5, 3. Und hier machen wir das auf Portal. Dabei nehmen wir ein schönes Weiß im Nether und saven die ganze Kacke. So, das X'en wir und tja. Das wär's dann auch mit dieser Folge von FTB Infinity. Ich hoffe, die Folge hat halbwegs gefallen. Moment, ich mag es nicht, wenn ich so im Nether bin. So. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo und ein Däumchen da. Kommt jetzt auch jemand gerne gesehen. Und dann noch viel Spaß beim Zocken. Und bye bye.